Das Thema, über das wir heute einmal reden wollen und müssen, ist brandaktuell. Die ganze Zeit kommen neue Informationen ans Licht und es ist wirklich unfassbar, was hier passiert ist. Denn wir wollen heute einmal über einen Whistleblower reden. Den Boeing Whistleblower John Barnett, der angeblich unterschiedlichste schreckliche Details über den Konzern Boeing, die Flugzeuge herstellen, veröffentlichen wollte. Doch bevor er diese krassen Details öffentlich machen konnte, schien er jetzt den Preis dafür zu bezahlen. Denn vor wenigen Tagen kam es dazu, dass der Körper, die Leiche von John Barnett, in seinem Auto aufgefunden wurde. Angeblich war es selbst verschuldet, doch kurz bevor dies passiert ist, kurz bevor man seinen Körper dort in diesem Auto fand, kam es dazu, dass er einem Kumpel gesagt hat, einem sehr guten Bekannten, einem Freund, dass was auch immer mit ihm passiert, sollte etwas ihm zustoßen, er es nicht selbst getan hat. Sollte er beseitigt werden, dann war es auf jeden Fall kein Selbstmord. Über diesen unfassbaren Vorfall, der jetzt gerade sich abspielt, müssen wir heute einmal genauer sprechen. Und damit wir verstehen, was hier los ist, müssen wir einmal kurz über Boeing selbst reden. Denn im Laufe der letzten Monate kam Boeing vermehrt in die Kritik. Und zwar, weil es scheinbar riesige Sicherheitslücken, riesige Mängel an deren Flugzeugen gibt. So kam es im Januar diesen Jahres dazu, dass während eines Fluges bei Alaska ein riesiges Teil der Seitenwand des Flugzeuges, ein Panel, rausgerissen wurde. Das bedeutet, während Passagiere drin saßen, während das Flugzeug normal flog, war auf einmal ein Teil der Wand der Boeing rausgerissen worden und anstelle dieser Wand war nur noch ein großes, offenes, klaffendes Loch dort gewesen. Dies war ein unfassbarer Mangel, der an dem Flugzeug festgestellt wurde. Und es sollte nicht der einzige gewesen sein. Denn jetzt erst vor kurzem, vor wenigen Tagen, kam es dazu, dass bei einem anderen Flug ein Flugzeug von Boeing auf einmal an Höhe verlor. Und zwar eine gewisse Entfernung runterfiel, weswegen einige Leute im Flugzeug verletzt wurden. Über 50 Verletzte gab es deswegen. Boeing hat offensichtlich schwerste Mängel in ihren Flugzeugen einfach ignoriert. Und angeblich sollen sie von diesen Mängeln vorab gewusst haben. Denn jetzt kommen wir zu John Barnett. John Barnett war ein langjähriger Mitarbeiter von Boeing gewesen, der dort für die sogenannte Quality Control zuständig war. Das heißt, seine Aufgabe war es gewesen, zu überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, ob eben die Produkte, die Flugzeuge die Qualität haben, die sie haben sollten, oder ob es irgendwo Probleme gibt, ob irgendetwas nicht stimmt, ob es eben Sicherheitslücken gab. Und er arbeitete über 30 Jahre für Boeing. Er war ein sehr geschätzter und guter Mitarbeiter gewesen. Er hatte eine große Karriere dorthin gelegt, hatte mehrere Angestellte, die unter ihm arbeiteten. Doch dann auf einmal kam es dazu, dass alles für ihn bergab ging. Denn eines Tages bemerkte er, dass es große Probleme gab, was die Sicherheit anging. Er bemerkte Mängel bei den Flugzeugen, die umgehend behoben werden mussten. Und daraufhin meldete er sich eben bei seinem Arbeitgeber und sagte Bescheid, dass diese und diese und diese Punkte behoben werden müssen, damit man die Qualität und die Sicherheit der Flugzeuge gewährleisten konnte. Doch anstelle, dass der Konzern dankbar war für seine Information, so Barnett, war es dazu gekommen, dass sie ihn still machen wollten. Er sollte da nicht groß drüber reden, man sagte, man kümmert sich schon darum, aber wirklich unternommen wurde nie etwas. Und als Boeing anscheinend bemerkte, dass Barnett nicht aufgab, dass er immer und immer weiter nachhakte und dafür sorgen wollte, dass diese Sicherheitsstandards durchgesetzt wurden, fingen sie an, ihn immer und immer mehr anzugehen, ihn regelrecht zu mobben. So wurde er zum Beispiel degradiert oder ihm wurden Aufgaben gegeben, für die er einen viel zu kurzen Zeitraum gekriegt hat. Quasi absichtlich einen extrem kurzen Zeitraum, damit er diese Aufgabe nicht erledigen kann. Damit konnte man ihn dann zum Beispiel noch weiter degradieren, ihm das Gehalt streichen oder ähnliches. Sie fingen also an, ihn zu drangsalieren und das mit voller Absicht. Er sollte letztendlich fertig gemacht werden. So kam es zum Beispiel auch dazu, dass er eigentlich ganz normal seiner Arbeit nachgehen wollte, aber dies nicht mehr wirklich konnte, weil diese ganzen Vorfälle, dieses ganze Mobbing ihm auch auf die Psyche schlug. Er bekam psychische Probleme, weil er eben bei seinem Arbeitgeber sich nicht mehr sicher fühlte.
Er bekam so zum Beispiel auch einfach ohne Grund extrem schlechte Bewertung von Vorgesetzten, obwohl vorher immer alles in Ordnung gewesen ist. Alles scheinbar, weil er einfach nur seinen Job machen wollte, weil er Dinge aufzeigen wollte, die verbessert werden mussten. Als es dann irgendwann nicht mehr ging, hat er die Firma verlassen, aber sich danach im Jahr 2017 gerichtlich gegen diesen Konzern gewandt. Er wollte eben öffentlich machen, dass es große Mängel gibt, dass es große Sicherheitslücken gibt bei Boeing, die behoben werden müssen. Soweit war die Story damals auch fertig gewesen. Er zog 2017 vor Gericht, 2019 gab es auch nochmal eine gerichtliche Auseinandersetzung. Soweit, so gut. Doch jetzt passierte eben etwas Neues. Denn dieser Gerichtsfall war nicht abgeschlossen. Soweit wie ich es recherchiert habe, soweit wie ich es erkennen konnte, passierte nun dieses Jahr Folgendes, beziehungsweise im Laufe der letzten Monate. Es sollte zu einer weiteren Auseinandersetzung kommen und John Barnett, der mittlerweile auch häufiger in Interviews gewesen ist oder Reden gehalten hat, sprach davon, dass er eben neue Dinge bekannt machen will, die Boeing bisher versucht zu verheimlichen. Und angeblich soll er dabei dann auch ein Treffen mit den Anwälten von Boeing gehabt haben, ein Treffen, wo man eben darüber spricht, wie man jetzt weiter vorgeht. Und nach diesem Treffen kam es dazu, dass er sich in sein Auto angeblich gesetzt haben soll, vor sein Hotel fuhr, auf den Parkplatz des Hotels und sich dann mit einer Pistole durch den Kopf schoss. Sprich, dass er nach diesem Gespräch, noch bevor er diese Dinge öffentlich gemacht hat, sich das eigene Leben nahm. So jedenfalls die bisherige Aussage, die Polizisten getätigt haben, die dort vor Ort seinen Körper sahen. An dieser Theorie, die aufgekommen ist, dass es angeblich Selbstmord war, gibt es große Kritik. Vor allem auch von den Anwälten von Barnett, die sich sicher sind, dass es auf jeden Fall kein Suizid gewesen ist. Und dies bestätigt noch etwas anderes. Denn Barnett hatte sich kurz vorher mit einer guten Freundin getroffen und zu dieser Freundin hatte er gesagt, dass sollte ihm etwas zustoßen, es kein Selbstmord war. Dass wenn sie ihn eben beseitigen und das Ganze als Selbstmord darstellen wollten, dies definitiv falsch ist, er würde sich niemals selbst das Leben nehmen. Allgemein wurde er beschrieben als extrem glücklich, extrem freundliche Person, der es wichtig war, diese Dinge nach außen zu tragen, diese Dinge öffentlich zu machen, auch um Leuten zu helfen, um für Sicherheit zu sorgen. Er wollte letztendlich, obwohl er da nicht mehr arbeitete, immer noch quasi seinen Job machen und Menschen Sicherheit bieten. Nun haben wir folgende Möglichkeiten. Es gibt letztendlich laut vielen Leuten zwei Wege, was genau hier mit Barnett passiert ist. Nehmen wir erstmal Weg 1 und für viele ist dies der unwahrscheinlichere Weg, wenn auch der, der jetzt weniger mit einer Verschwörungstheorie zu tun hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aussage der Polizisten echt ist und Barnett hat sich selbst diese Schussverletzung zugefügt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass er bei dem Gespräch mit den Anwälten war und sie ihm klar zu verstehen gegeben haben, dass er keine Chance hat, diesen Gerichtsfall zu gewinnen und dass sie alles tun werden, um sein Leben in die pure Hölle zu verwandeln. Dass er quasi also vor sich einen großen Gerichtsstreit hat, hohe Kosten, wenn er diesen Gerichtsfall verliert und dass er eben so nicht weiterleben wollte. Die Theorie besagt nun also, er war bei dem Gespräch mit den Anwälten, er hat gemerkt, es gibt keinen Ausweg für ihn, sein Leben wird von da an nur noch schlechter und deswegen nahm er sich eine Waffe und erschoss sich selbst. Die andere Theorie, der aber viel, viel mehr Leuten Glauben schenken, ist, dass er eben den Anwälten klar zu verstehen gegeben hat, ich habe wirklich schlimme Details, Details, die ihr nicht hören wollt, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, aber ich werde diese Details öffentlich machen. Und da man dies unbedingt verhindern musste, heißt es, dass jemand zu ihm gegangen ist und ihn beseitigte und dann eben seinen Körper in seinem Auto so drapiert hat, damit es aussieht, als hätte er sich selbst das Leben genommen. An dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, dies sind beides nur Theorien. Es gibt keine Beweise, die hier irgendetwas belegen. Derzeit ist alles noch absolut frisch. Man versucht herauszufinden, was hier passiert ist. Doch dies sind eben zwei mögliche Theorien, die im Internet extrem oft besprochen werden. Viele finden es unglaubwürdig, dass es einfach nur normale Depressionen gewesen sind und der Zeitpunkt bloß komisch ist, dass er es direkt nach diesem Gespräch gemacht hat. Die meisten sind sich sicher, Barnett hätte sich nicht das Leben genommen, wenn er nicht seine Dinge bekannt gegeben hätte. Er hätte sie so oder so genannt, ihm war es wichtig, dass diese Sachen an die Öffentlichkeit gelangen.
Wenn nun das Ganze nicht weiter untersucht wird, dann ist es schwierig zu wissen, ob wirklich seine Informationen an die Öffentlichkeit gelangen können oder nicht, oder ob sie eben von Boeing oder von sonst wem unter Verschluss gehalten werden. Wie gesagt, dieser Fall ist gerade brandaktuell. Man weiß nicht, was davon alles stimmt. Man weiß nicht, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickeln kann. Mich würde aber eure Meinung interessieren. Glaubt ihr tatsächlich, dass Boeing etwas wirklich Schreckliches zu verbergen hat und deswegen sich dachte, sie wollen diesen Whistleblower lieber beseitigen, bevor sie noch mehr Probleme kriegen? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.